Hallo, schön, dass du da bist. Heute würde ich mich gerne mal mit dir über Führanlagen unterhalten. Ich bin Ann-Kathrin Querbach und ich unterrichte vor allem Trainer und Therapeuten, bilde die weiter aus, teile mein Deep Dive Wissen, weil meine Mission ist, dass so viele Pferde wie möglich schmerzfrei laufen und leider sehe ich zu viele Pferde mit Schmerzen. Also, lass uns mal über Führanlagen sprechen. Ich finde Führanlagen an sich eine sehr, sehr gute Sache, wenn man sie gezielt einsetzt. Das heißt jetzt nicht, also wir reden jetzt nicht von solchen Leuten, die ihr Pferd ständig in die Führanlage stellen und sonst nichts mit dem Pferd tun. Darum geht es heute nicht, sondern es geht vor allem darum, wann Führanlagen denn überhaupt sinnvoll sind für das Training. Jetzt sind die meisten Führanlagen ja so gestaltet, dass sie rund sind. Manche sind auch etwas oval, aber sie sind trotzdem sehr eng gehalten. Also die wenigsten Führanlagen sind gerade, haben dann eine größere Wendung und sind dann wieder gerade, so wie man es so ein bisschen auch von der Trabrennbahn sich mal so vorstellen könnte, sondern meistens haben die ja so einen 20-Meter-Radius, sind vielleicht sogar außen noch am Roundpen befestigt oder die Pferde laufen eben einen größeren Kreis. Jetzt laufen die ja aber nicht mit dem Reiter, der sie ständig animiert und immer wieder sagt, denk an deine positive Körperspannung, denk daran, dein Schulter- und Beckengürtel zu aktivieren, damit du der Fliehkraft entgegenwirken kannst. Setz deine Füße korrekt, sodass keine Ausweichmechanismen entstehen, sondern die Pferde laufen ja so, wie wenn sie auf der Koppel rumlaufen, auch in der Führanlage. Und das bedeutet, dass sie meistens in einer passiven Stabilisation laufen, weil wir müssten natürlich die Führanlage so hoch drehen, dass die Pferde immer so kurz vor Trab sind, wenn sie im Schritt laufen oder im Trab so kurz vor Galopp sind, um auch da die Bewegungszentren korrekt zu drehen. Außer natürlich, wir haben unser Pferd schon richtig gut trainiert, es steht perfekt da und wir können die Führanlage so ein bisschen als Ausgleich noch mitnehmen in unser Training, also so ein bisschen als Add-on. So, aber jetzt gehen wir mal von den 90% der Pferden aus. Sie sind passiv stabilisiert, auch beim Reiten. Und jetzt laufen die eben in dieser Führanlage, haben ihren Ausweichmechanismus zum Beispiel. Sie fußen immer unter den Schwerpunkt, also unter das Zentrum des Pferdes und nicht in die korrekte Spur. Oder ein Bein ist ein bisschen schief, das heißt, die Achse ist auch noch schief. Und so laufen die jetzt da auf dieser Wendung entlang. Jetzt kann das bei 10 Minuten nicht so hochdramatisch sein, aber manche Pferde werden ja wirklich eine halbe oder dreiviertel Stunde in dieser Führanlage bewegt. Und wenn das Pferd also nicht gelernt hat, korrekt mit einer positiven Körperspannung zu laufen, hat es, wie gesagt, seine Ausweichmechanismen. Das bedeutet, eine dreiviertel Stunde wird das Pferd immer zum gleichen Ausweichmechanismus animiert. Nicht zum Drehen, zum Aktivieren, sondern es latscht so ein bisschen vor sich hin. Und daraus können verschiedene Krankheiten entstehen, weil wir möchten ja eigentlich das Pferd vor allem in der Biegung korrekt reiten. Das ist super, super wichtig, dass wir auch ganz korrekt unser Pferd in der Biegung, also vorher in der Wendung, da ist das Pferd noch nicht gebogen, später dann in der Biegung richtig gut stabilisieren und die richtigen Muskeln ansprechen. Tun wir das nicht, wird es auf Dauer krank. Also sprich, wenn wir das also dauerhaft in der Führanlage laufen lassen, wir es nicht stabilisieren, wird es auf Dauer auch krank. Also das heißt, wir haben aus diesen Ausweichmechanismen, bekommen wir zum Beispiel Hufabszesse, bekommen wir Gelenkschwierigkeiten, Bänder und Sehnen sind überdehnt, bekommen da auch wiederum Schmerzen. Es geht wieder auf die Gelenke, Knieproblematiken, ISG kann dann auch wieder betroffen sein. Ja, die Lende wird nicht genügend gelockert und, und. Das heißt, es dreht sich wirklich im Kreis herum. Wenn wir also jetzt ein Pferd haben, was super gut stabilisiert ist, positiv angespannt ist, das auch auf der Koppel halten kann, beziehungsweise wenn es im Laufstall zum Beispiel haben, im Offenstall, kann es auch in seiner positiven Körperspannung laufen. Das heißt, es hat schon richtig, richtig viel gelernt, richtig viel trainiert, ist vom Exterieur natürlich auch dementsprechend. Dann macht es auch Sinn zu sagen, okay, zwei, dreimal die Woche stellen wir das Pferd zusätzlich zu unserem Training in die Führanlage.
Aber nur das Pferd in die Führanlage zu packen, damit es bewegt ist, macht eben auf Dauer überhaupt gar keinen Sinn. Also das heißt, die Führanlage macht erst dann Sinn, wenn wir unser Pferd auch wirklich in einer positiven Körperspannung geritten haben. Und das über einen längeren Zeitraum und natürlich auch die Biegung korrekt dem Pferd beigebracht haben. Dann macht die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, das zweimal die Woche, gar nicht so wahnsinnig viel aus. Also, wenn du dein Pferd in die Führanlage stellst oder denkst, okay, vielleicht wäre es was dafür, film es mal währenddessen, während es läuft und analysiere dann auf dem Sofa, wie läuft es denn in die Wendung? Tritt wirklich jeder Fuß in die Spur, wo es hingehört? Oder ist irgendwie noch irgendwas schräg? Ja, Fuß ist irgendwie ein bisschen anders. Fuß ist nicht gleichmäßig. Ja, ist die Hinterhand dann auch wirklich gedreht? Ist die Vorhand wirklich angehoben? Wenn wir diese ganzen Sachen analysieren, dann können wir natürlich auch rausfinden, ist für mein Pferd vielleicht eher die rechte Hand geeigneter, eher die linke Hand geeigneter oder sollte ich es vielleicht gar nicht in die Führanlage stellen? Ja, also das heißt, wenn du bestimmte Symptomatiken an deinem Pferd erkennst, zum Beispiel es hat einen starken Unterhals, es hat einen Senkrücken beziehungsweise eine ansteigende Rückenlinie, es hat also nicht so viel Rückenmuskulatur, dass es wirklich eine Gerade ergibt. Das Pferd ist sehr überbaut hinten, ist eher rückständig, der Bauch hängt eher runter. Ja, es fehlen an manchen Stellen irgendwie Muskeln, es sieht ein bisschen eckiger aus und sieht nicht so schön rund aus. Dann ist da sehr große Vorsicht geboten mit dieser Führanlage. Okay? Also, das heißt, Füße angucken, laufen die auf die richtige Stelle? Ja, oder hat mein Pferd irgendeinen Ausweichmechanismus? Hat es irgendwelche Symptomatiken, die für eine passive Stabilisation sprechen? Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, da ging es um Stangen. Da kannst du auch noch mal auf der Checkliste anschauen, ist denn mein Pferd überhaupt in einer positiven Spannung oder eben nicht? Ja, also die Checkliste zeigt noch mal so ein paar Symptomatiken auf, die ganz, ganz deutlich darauf hinweisen, dass das Pferd nicht in einer positiven Körperspannung ist. Ja, man erkennt es sogar an der Muskulatur. Man erkennt sogar an den Hufen. Ja, also wenn wir ganz deep dive gehen, dann erkennt man es sogar an den Hufen. Und so weit musst du natürlich jetzt aktuell noch nicht gehen. Wenn du aber gehen möchtest, sehr, sehr gerne. Golden Moments oder natürlich Discover the Cause. Da kriegst du eigentlich auch schon das ganze Wissen, was du dafür benötigst. Genau. Also Füße anschauen. Muskulatur angucken, die Checklisten einmal durchgehen und dann kannst du relativ schnell schon mal so ein bisschen erkennen, ist mein Pferd überhaupt für eine Führanlage geeignet oder sollte ich es lieber lassen? Und bei 90% der Pferden ist es eher so, dass sie nicht so gut für die Führanlage geeignet sind oder wir wirklich da auch zugucken müssen, also nicht einfach weglaufen und den Stall misten, während das Pferd 1,5 Stunden in der Führanlage läuft, okay? Das wäre nicht sinnvoll. Und bitte nicht als Ausgleich für Bewegung nutzen, sondern immer so ein bisschen als Add-on. Hab einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.